Es ist der letzte Science Slam vor dem großen Finale auf der Ideenexpo. Im Lichthof der Leibniz-Universität Hannover stellen sich 6 junge Nachwuchswissenschaftler ihrem Publikum. Sie erklären, wie man richtig Kohle macht oder sogar Mist zu Gold. Wissen zum Mitnehmen. Ich wusste gar nicht, dass wir Energie vom Mist bekommen können, von Pferdemist. Das war interessant. Ich dachte bis jetzt auch immer, dass alles weg ist, wenn es verbrannt ist. Und jetzt weiß ich eben, dass das nicht so ist. Ich habe verstanden, dass die Masse erhalten bleibt, auch wenn etwas verbrannt wird. Am Ende ist trotzdem die Masse da, sie geht nicht verschwunden. Das blieb im Kopf. Moleküle werden schneller und bewegen sich, wenn es warm wird. Also diese Tanzanlage war schon cool. Diese Tanzanlage kommt von Tobias Kuplin. Mit seinem Beitrag Biokunststoffe kann man das auch essen, begeistert er sein Publikum und gewinnt den Science Slam mit 74 von 80 Punkten. Den begehrten Siegerpokal bekommt er von den Ideen-Expo-Botschaftern Isabel und Frederik. Ich tanze halt auch Lindy Hop und mit meiner Freundin Ellie habe ich das halt dann zusammen, habe ich halt überlegt, man könnte das damit einbauen und ich hätte damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und ja, ich freue mich halt total, ja. Mit seinem Sieg qualifiziert sich der Hannoveraner direkt für das Science Slam Finale am 30. August 2013 auf der kommenden Ideenexpo. Auch die 5 Mitbewerber haben noch die Chance auf das Finale. Noch 30 Tage lang stehen die Beiträge unter www.ideenexpo.de zur Abstimmung bereit.